Ah, hier. Ich bin aber auch ein Blindfisch. So, wir haben da noch wieder eine Verschnaufpause. Verdreht. Einen Moment, ich bin gleich aus dem Level raus. Ja, ich nutze die Gelegenheit und trinke mal einen Schluck. Jo. Sollte ich vielleicht bei Gelegenheit auch wieder tun, bevor meine Stimme sich wieder entscheidet? Ja, ich will wieder zu sagen. Und, wie war das mit der Fahnenstange? Was? Du hast doch gerade Link, nee. Doch, links da der Eck, wo du ein bisschen Stück fällt, da ist ein versteckter Block. Ah. Und ich hab's trotzdem verbockt. Wow. Kannst du das. Muss man erst mal hinkriegen. Kannst du das offscreen nochmal machen? Ja, ich mach's offscreen, na klar. Den Rest habe ich ja. Ist immer so ein bisschen ärgerlich, wenn es nur an der Fahnenstange hängt. Ich hatte das Gefühl, hatte ich vor ein paar Minuten. Und Smashy hat es sogar noch live gesehen. Ja, okay. Und das ist auch doppelt ärgerlich. Dann Verschnaufpause. Verdreht. Also richtig verdreht. Das könnte dann das letzte Level dieser Ebene sein. Machen. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. It's crazy. Das erinnert mich auch wieder so ein bisschen an Mario Galaxy. Mhm. Gab's doch, glaube ich, auch irgend so eine Welt, die sich da so rumgedreht hat. Ja. Galaxy. Ich hab's. Jetzt nur noch da hinkommen. Hilfe. Nee, das waren nur die Böden, die bei jedem Sprung immer wieder umklappen. Cool. Könnte es nicht auch stärker sagen, wie die Galaxie hieß. So, ich glaube, auf der Ebene müssten wir eigentlich alles haben. Jo. Also sehen tue ich nichts mehr. So, was sagt der Typ hier? Hey, listen! Seht nur! Meine Freunde sind hier hinuntergestiegen. Ich glaube, dass sie sich im tiefsten Teil befinden, jenseits der drei Ruinen. Der Weg hindurch ist versperrt. Wie immer. Oh, und wenn man erst einmal dort unten ist, verirrt man sich leicht. Och nee, lass es jetzt bitte keine Level sein, die zig Milliarden Wege haben. Bitte nicht. Daher werde ich dich begleiten, um sicherzugehen, dass du nicht verloren gehst. Na, danke schön. Ja, guck, siehst du, ich hab mir das schon gedacht. Der sagt, ja, ich begleite euch. Wir gehen hier runter. Was ist? Der bleibt immer noch da oben stehen. Sau. Wie lange nehmen wir schon auf? Das wäre etwa anderthalb Stunden. Etwa eineinhalb Stunden. Ja, machen wir das Level hier mal noch und dann gucken wir mal. Mhm. Sieht schon mal sehr schleimig aus. Expedition 1. Blub, was? Blub, blub, Ruin. Okay. Blub, blub. Blubbidi blub blub. Und es regnet. Das ist so eklig, dass es schon wieder cool ist. Ist hier was versteckt? Aha. Nö, oder? Das ist irgendwie, wie gesagt, voll ekelhaft, aber auch irgendwie voll cool. Interessant, dass man im Schleim mit Steuerkreuz quasi steuert. Ja, ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Aber es ist voll cool. Das ist eine coole Mechanik. Also die Level sind alle so kreativ. Ja. Kein Wunder, dass Nintendo damals mal in einem Interview gesagt hat, ja, wir haben keinen Plan, was wir nach Mario Bros. Wonder machen sollen. Die haben ja gefühlt schon Ideen verbraucht. Die haben ja schon, ja, wollte ich gerade sagen, die haben ja gefühlt schon alle Ideen irgendwie verbraucht. Wer weiß, was uns noch hier erwartet. Nein, die Münzen! Die Münzen! Nein! Nein, ich bin... Shit, die eine ist weg. Wieso habe ich das Gefühl, dass eine große lila Münze auch auf die Art und Weise verloren gehen könnte? Das Gefühl habe ich jetzt auch.
Du Ekelhafter. Das Zeug schmeckt ja richtig gut. Ob das Waldmeister-Wackelpudding ist? Okay. Ah, okay, ich sehe schon Münze hier. Nein, du Trottel. Komm hierher. Dankeschön. Danke. Struggle. Das ist alles bloßer Rotze. Voll von Covid-Bakterien. Dann würde es nicht gut schmecken. Nein, die Blutblase ist weg. Wo ist die Blutblase da unten noch? Nein, natürlich nicht. Okay, da ist was. Okay, wenn man den B-Knopf spammt, dann kann man sich schneller im Schleim fortbewegen, alles klar. Okay. Ist hier auch noch irgendwas? Nö, anscheinend nicht. Oh je, so ein Blasending? Blasending? Ja. Ach, das, was du vorhin mit. Also dieses diese Blase mit dem 3-2-1-Ding. Ah, okay. So, dritte Münze fehlt jetzt noch und die Wundersort. Ah, gefunden. Gesagt, getan. War die da in dem Block? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mein Leben ist jetzt erfüllt. Da ist nur diese Dingsblume. Scheiß auf das Mario-Universum. Ich gehe ins Dragon Quest-Universum. Ich bin ein Schleim. Bringt diese Knospe da. Oh, Münzen. Viele, viele Münzen. Es sieht so cute aus. Einfach so ein fetter Blob einfach. So wackelig. Nein, nein. Siehst du aber lecker aus. Ich passe mich den Gegebenheiten an. Ein schneller Blob. Was ich als Detail noch süß gefunden hätte, wäre, wenn die anderen Schleime uns irgendwie voll sexy finden würden. Also die eine Blume folgt schon, wie man schmeckt. Die wieder in voll abschlagen. Alter, sind wir hier schnell. Da ist also die dritte. Wenn wir uns im Schleim da bewegen als Schleim, sind wir echt mega schnell. Wo ist die Münze? Da oben. Komm ich da hin? Ja, so wahrscheinlich. Ja, also ganz ehrlich, diese Schleimverwandlung ist jetzt schon mal eins meiner Favoriten. Ich muss sie gerade noch sehen. Ich hab damit gerade. Das macht voll Spaß. Es macht so Bock, hier in dieser Schleimmasse hier rum zu schlabbern. Wobbel, wobbel, wobbel. Na, wobbel. Apropos Wobble, Alter, wenn Luna das mal zocken sollte, dieses Spiel, und diese Verwandlung sieht, Alter, die wird sich darin verlieben. Die liebt doch alles, was dick, fett und rund ist. Das unter der Stage wäre doch safe noch ein Secret gewesen, wenn man da mit dem Schlamm dran gegangen wäre. Ich will sie verkacken, ich will sie verkacken. Zack. Oh, geschafft. Sehen wir jetzt dann gleich, wenn wir das abgeschlossen haben, das ist immer noch kein grünes Zeichen da, dann hat es noch ein Secret. Secret Exit? Schau jetzt gleich. Zeig. Ne, hat nichts mehr, aber fast alles. Es hätte mich bei der Position des Levels auch ein bisschen gewundert, wenn da noch irgendwie ein Secret gewesen wäre. Wo warst du Feigling? Er ist uns jetzt runtergefolgt. Da bist du ja! Ja, wir sind schon lange hier. Ich kann es kaum glauben, du hast den richtigen Ausgang gleich bei deinem ersten Besuch gefunden. Na, das war ja auch nicht schwer. Selbst ich verlaufe mich da meist. Na, du bist ja auch nur ein NPC. Du hast den Weg also gefunden.
Dann treffen wir uns bei der nächsten Ruine wieder. Dann verstehe ich, glaube ich, jetzt das Prinzip. Hätten wir den anderen Ausgang gefunden, hätten wir das Level nochmal spielen dürfen. Ja. So wie in Welt 3. Als ich neulich in der Mine gearbeitet habe, bin ich auf diesen One-Up-Pilz gestoßen. Bitte nimm ihn doch. Ich bin mir sicher, dass er dir nützlich sein wird. Boah. Okay, hier gibt es jetzt wieder mehrere Wege. Ja, das ist ein Abzeichen. Das Abzeichen habe ich schon mega Bock. Was sagt die Uhrzeit? Was sagt die Uhrzeit? Also wie lange nehmen wir auf jetzt? Also die Uhrzeit ist 23:21. Wir tun es seit etwa einer Stunde und 45 Minuten. Ich habe nebenbei mitlaufen lassen. Wir müssen noch ungefähr 10 Minuten wegrechnen, weil es ja so lange gedauert hat hier mit dem einen Luftschiff-Level da. Bei einer bestimmten Person, hust, hust. Wer ist denn da oben noch in dem Level? Ich. Ah. Wer wohl? Typisch. Rhodey bleibt sich wieder treu. Aber hey, das mit dem Luftschiff war dieses Mal nicht ich. Ja, das war aber. Das ist aber etwas, was ich sowieso rausschneiden werde. Krankenschuss. Zeichentest. Das klingt eigentlich auch sehr interessant. Ich würde sagen, wenn Rhodey es aus dem Level geschafft hat, dann gehen wir das da noch an. Und ja, mal gucken. Ich weiß nicht, ob wir dann Expedition 2 noch machen sollen. Schwierig. Ich würde sagen, wir belassen es dann dabei. Wir machen dann den Rankenschuss-Test da noch. Und dann beenden wir die Aufnahme. Ja. Dürfte ich, denke ich, wieder genug Aufnahmenmaterial haben. Okay, bin durch. Yay. Yay. Nur so. Die Fahne muss ich dann halt oft sehen davon. Dann können wir das Abzeichen dann gleich angehen. Rankenschuss 1. Können wir dann Rankenhieb einsetzen? Das wäre immer geil. Werde ich richtig zur Rankensau. Oh nein. Rankenschuss, Rankenhieb. Drücke in der Luft R oder schüttle den Controller, um eine Ranke abzuschießen, die sich an Wänden festklebt. That sounds interesting. Yo, Alter, ich bin Spider-Man. Spider-Toad. Oder Spider-Gwen in dem Fall. Wie lang reicht diese Ranke? Schon eine ordentliche Reichweite. Die habe ich nicht auf YouTube. Schon bitter, wenn man in Sachen Reichweite vom Grünzeug geschlagen wird. Also das gefällt mir schon irgendwie. Die Fähigkeit, die ist schon nice. Alter. Ja. Den Videos gesehen, war schon richtig hyped, zu bekommen. Oh, ich muss da aber noch ein bisschen besser mit umgehen. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Oh Gott, wie komme ich denn da hin? So vielleicht, ja, genau. Ich bin noch Spider-Gwen. Schleim kann ich mich auch reinschießen. Cool. Wir haben ja eigentlich in der Aufnahmesession voll die Spider-Man-Marvel-Anspielungen gehabt hier. Venom, jetzt hier wie Spider-Man hier, zack, hier so an Wänden festkleben. Mit Hilfe der Piranha-Pflanze hier. Oder Pflanzenschuss. Dritte Münze, alles klar. Boah, an die Fahnenstange kann man sich auch dran heften. Die Fahnenstange dran heften. Geil. So richtig ultra-instinktmäßig hier einfach mal gleich das Richtige gemacht. Ich krieg da Metroid Prime Flashbacks. Und den Grapple Beam. Ja, schon, ja. Alter, voll das coole Bild. Das ist ein cooles Abzeichen, also das macht Spaß. Toll gemacht, wir haben sogar das Abzeichen, das du gerade verwendet hast, geschenkt bekommen. Soll ich es anlegen? Nein. So, gut.
Andy ist da, Chaos ist da, unser allseits beliebter Rody, der braucht mal wieder ein bisschen. Ich bin gerade im Ziel angekommen. Wunderbärchen, Wunderbärchen. Das ist das letzte Mal, dass ich nichts nachspielen muss, weil ich alles gerade auf Anhieb hab. So, ich guck jetzt gerade mal. Also, ihr seht's, liebe Friendos. Aktuell, bei mir zumindest, eine 100%-Quote, was diese Welt betrifft. Das freut mich. Das freut mich sehr. Gut, aber wir werden es dann an der Stelle dann bei lassen. Hier, Expedition 2, Wackelruin, das werden wir dann in der nächsten Aufnahmesession angehen. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Die erste Welt haben wir auch jetzt zu 100% abgeschlossen. Dank Rody, an der Stelle vielen Dank nochmal. Gern geschehen. Und ja, mal sehen, wie es dann in der nächsten Aufnahmesession so weitergehen wird, beziehungsweise wer dann wieder mit dabei sein wird. Falls ihr euch vielleicht fragt, wie es mit Kian und Rüdiger aussieht. Rüdiger, sag ich mal, familienmäßig, so ein bisschen privat, nichts Schlimmes, eher sogar was richtig Schönes. Aber aus den Gründen kann er anscheinend jetzt erstmal nicht aufnehmen. Aber ich hoffe, dass er demnächst wieder kann. Bei Keanu ist es, gehe ich jetzt mal nicht näher drauf ein. Ich sag's nur mal so, krankheitsbedingt war da was. Aber mehr sage ich nicht. Mal sehen, wie sich das mit den beiden dann wieder entwickeln wird. Ob sie dann wieder mitmachen können. Ja, die Kollegen sind hier schon ordentlich am Heulen. Ja, sieht man hier ordentlich. Gut, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Beim nächsten Mal werden wir sehen, wie es weitergeht. Wäre schön, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Nochmal Dankeschön an meine Mitspieler hier. Gerne. Und denkt daran, liebe Freunde, immer schön zocken. Ciao, ciao. Tschö. Nice.